Das muss ich anders angehen. Müssen wir halt gucken, was wir kriegen. Ist dann halt Glück. Wir müssen den einfach niederschlagen, da unten. Wir haben nichts gegen Schilde tatsächlich. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Wir haben keine Äxte, die irgendwie die Schilde kaputt machen können. Ja, das wäre so viel, so wichtig. Dann muss ich mal irgendwann jemanden umnehmen. Sono vielleicht. Der kann nämlich ganz gut hitten da. Wobei Schilde hitten, glaube ich, nicht so schwierig. Insgesamt. Wer von uns hat denn ganz gute Melee-Defense? 29, 18, 3. Gut, ihr seid eh nicht so. 34. Deli. 29, 7, 25, 37. Rotfeder eigentlich ganz gut mit Melee-Defense. Ja, Rotfeder glaube ich sogar die höchste bei uns jetzt gerade. Wir müssen dann versuchen, den zu tanken. Oh. Übrigens auch einen anderen. Jetzt haben wir hier Engstellen hinter uns tatsächlich. Wir hätten doch nach hinten moven sollen. Ja, wir sollten hier nach hinten moven, um hier in den Engstellen zu kämpfen. Die haben ein bisschen was, wo sie nicht so einfach durchkommen. Also wir müssen noch eins weiter dann, aber weiter kommen wir halt gerade nicht. Werden wir nach hinten versetzen. Das waren 1000 Katze. Dass das den noch platt macht, der hat eigentlich eine ganz gute Rüstung. Sono muss, glaube ich, einen Rand halten. Den muss ich, glaube ich, mal an den Rand setzen. Der kann das, glaube ich, ganz gut. Der kann das, glaube ich, ganz gut. Hier so eine Ecke halten mit Stunts und sowas. Wir wollen noch eins nach hinten. Also, noch eins nach hinten. Genauso bei dir. Speere hätte ich eigentlich schon ganz gerne in der Frontline. Ja. Du kommst eh noch nach hinten. Dann passt das schon. Eins zurück. Brauche ich aber noch hier unten einen. So, dann muss. Dann Juschka muss dann da rein. Ne, brauchen 4 AP ne, zum Wechseln. Na gut. Das ist dann wohl so. So, und Xili macht hier mit Sono die Flanke. Kann nicht mehr laufen, wenn ich das jetzt mache. Auf diese Runde einfach nur noch mal abwarten, abwarten, abwarten. Wobei ich hätte eigentlich direkt beenden können, weil ihr kommt, glaube ich, eh nicht so weit ran. Abwarten, abwarten, abwarten. So, jetzt kommt ihr mal alle ran. Bewegt euch. Ich glaube, die brauchen wir jetzt eh nicht. Weit kommen sie nicht ran, dann mache ich direkt die Rundenende, weil ich kann F und Space drücken. Ne? F ist direkt Runde beenden, Space ist einmal abwarten, was einmal geben. Wenn er wieder dran kommt, ich drücke wieder Space, beendet er die Runde. Jetzt mal jede Menge Leute, die Runde nicht beendet haben. Ich glaube, wir sind sowieso immer vor allen dran. Also 1, 2, 3 könnte ich jetzt theoretisch eine Spearwall machen, aber wenn ich wieder dran bin, ist die Spearwall aufgehoben. Ich habe nur Fatigue verbraucht. Deswegen mache ich das jetzt, glaube ich, einfach nicht. Aber schießen will ich schon noch. Das will ich schon noch.
Und werfen will ich auch. 60, 60. Wow. Da hatten wir schon besser getroffen hier, die Würfe. 80 gerollt. So, jetzt wollen wir aber wieder warten. Jetzt wollen wir sie rankommen lassen. Oh, da hätte ich die. Shit, da war die Spearwall schon. Hä? Ups. Aber zumindest die Spearwall. Gerade in Zug verpeilt. Jetzt kommen sie, glaube ich, ran. Ja, wir könnten gerade bis zur Spearwall kommen. Ja, genau. Der hat jetzt gespearwallt gekriegt. Wie der da auch. Ah! Sehr schön. Hier oben scheint gar nicht so viel zu kommen. Die scheinen eher hier in die Mitte reinzurennen. Bisher. Aber sie kommen ja, glaube ich, eh ran. Von daher können wir hier einfach warten. X. Spearwall ist so schön, wenn die Spears hitten. So schön. Konter dagegen ist halt Double, also zwei Range zu haben. Okay, du kannst nochmal werfen. Wie viel hast du noch von den Würfen? Du hast noch genau zwei für diese Runde. Alternativ ist wechseln und Spearwall. Oh, shit. Dass die Spearwall nicht getroffen hat, ist schon mal bitter. 67, 92. Aber ich will erstmal versuchen, irgendwie ein bisschen die Leute runterzukriegen. 78 und 79, 90 und 90 gerollt, ey. Manchmal verarscht mich das Spiel auch, ne? Einfach. Manchmal ist es einfach verarsche. Kann bis da hochlaufen und immer noch schießen, dann machen wir das doch. So, dann ist der nämlich down. Mit der hier Spearwall können wir halt echt viel einfach abwarten. Wir müssen hier mit reinpieksen, weil er so viel Rüstung hat. Du hast keine Spearwall. Frage ist, will ich den Step ran machen und versuchen hiermit? Ich glaube nicht. Ich will die an in die Engstelle treiben. Ja, haben wir den Helm getroffen, machen halt nur fast kein Damage. Machen halt nur fast kein Damage. Bleib mal tot, bitte. Brauchen dich da nicht an der Stelle. Sehr schön. Ja, wir müssen uns einfach da durchballern durch die Sachen. Ja, das Schild ist echt kacke. Noch eine Spearwall. Oben ist keine Spearwall drin. Da ist aber eine. Schneid ihn auf, würde ich sagen. Schön die Zeit erkaufen hier. Er hat zumindest kein Schild hochgenommen. Das hilft schon auch sehr, sehr viel. Haha, Rotfeder, Alter. Die ganze Leute am Pieksen. Das ist so geil, wie viele er schon weggepikst hatte. So, du musst aber auch das machen, weil sonst geht der Fallen Hero auf dich. Und trifft dich dann im Zweifel. Ja, Rotfeder benimmt das hier unten. Ricky kann ja mal ein bisschen mit reinschnitzeln. Felix kann ein bisschen mit reinschnitzeln, nicht Ricky. So, wieder der Hit hier drauf. Batz. Das sind halt 9 Damage. Nee. 9 Damage im Body und 45 an der Armor. Der hat irgendwie eine 400er Armor oder so ein Scheiß. Das ist unfassbar, ey. Ja, 94, zack. Ich treffe sogar wieder 49 und 8 und 13. Das ist einfach nur krank. Oh, da ist einiges zu tun hier.
Machen nur die Spear War, ja. Alles andere machen wir gar nicht. X. Ah, damit die Spear War ist hin. Weil da oben eh kein Platz mehr ist zum Reinsteppen mehr. Schade, jetzt haben wir kein Zeit mehr für oder keine Energie mehr für Spear War. Mit dem müssen wir uns halt wirklich einfach verteidigen. Wir sind beinahe durch die Bodyrüstung durch. Langsam wird es aber auch eng hier. Kommen sie nämlich alle ran. Immer 1v1 hier oben. Let's go. Xeli macht mit. Du musst dich verteidigen. Du musst einfach aushalten mit. Vanyushka ist nämlich das Ziel bei den Schweinen. Das war ein extra Kopftreffer, sehr gut. So, du kannst sie einfach mit reinschnetzeln. Oh, come on. Oh, come on, Felix. Das war schon mal besser. Okay, da kommt einer wieder. Da kommt. Oh shit, da kommt einer wieder. Das ist, der hat mich da rausgebracht. Das ist schlecht. Ach, come on. Bleib mal unten. Danke. So ist die Frage, ob ich den hier angehen will oder den hier. Ob den hier, damit er möglichst schnell stirbt. Jawohl. Der ist down. Muss nämlich mit reinsteppen. So, der hat wieder Platz. Sehr schön. Aua. Der hier ist schon angekratzt, ne? Nehme ich doch lieber den, glaube ich. Auch fast tot. Boah. Peaks, Peaks. Der soll mal auf den gehen. Deswegen hat der jetzt keine Spear Wall genommen. Keine Shield Wall. Alles Walle. Alles Wände. Sehr gut, die hitten alle nicht. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. So, jetzt ist Rotfeld leider langsam ein bisschen erschöpft. Das ist so ein bisschen ein Problem. Genauso Xan ist auch ein bisschen erschöpft. Oh, scheiße. Kriegt dann Yushkas ab, weil der keine Ausdauer mehr für Shield Wall hatte. Au, und natürlich direkten Hit. Direkten Hit. Nach der Aktion. Jetzt haben wir natürlich den Kopf getroffen. Ja, geil. Okay, ist nur fast tot, leider. Helfen wir lieber hiermit jetzt, weil das sieht eigentlich ganz okay aus hier unten. Die haben alle noch ihre Rüstung. HP. Vicky haut schon ganz gut zu. So. Da ist meine Ausdauer direkt weg. Wenn ich das machen würde, dann haue ich lieber, glaube ich, zweimal zu und nehme einen Hit. Hoffe ich. Du hast ja noch keinen Recover. Aber zweimal zupieksen kann man halt, weil es 10 kostet. Wir kriegen, glaube ich, 15 pro Runde. Okay. Den Move. Gehen wir mal eins nach vorne jetzt hier. Die Sperre sind ein bisschen gefährlich, weil die halt echt ganz gut hitten. ey, das ist so viel mehr, schade. So viel mehr, wollte ich sagen. Immer den zwischen den Leuten. Den können wir von zwei Seiten angehen. Schade. Mehr ist ein Hit, kriegt man nicht rein, weil der kann nicht recovern. So, Fallen Hero. Oh, fast down, ey. Ich muss, glaube ich, mal einen Schritt ran machen hier. Jetzt treffe wieder den Kopf. Ich krieg die Krise. Komm schon. Yes. Wir haben den Fallen Hero down. Sehr gut. Gutes Ergebnis. Warte.
Schade, schade, Schokolade. Wir können genau noch einen Hit, aber wir hätten recovern sollen. Ich muss an das Recover denken. Vergesse ich immer wieder. Das macht mir, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung, weil ich einfach einen Skill nicht nutze, der mir so viel Ausdauer geben würde. So, hallo. Fangen wir mal hier an aufzuräumen. Ist auch noch kein Recover. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Das wäre blöd. Das wäre echt nicht gut. Ja, ich gehe einfach mit hier hoch, oder? Vanyushka. Kann ich hier durch? Ja, doch, kann ich. Guck mal. Verteidigen. Und ein Hit. Der kommt halt echt wieder. Ich sag's noch, ey. Ich sag's noch, Mann. Ich hab's mir noch gedacht. Oh, Scheiße, ey. Im Verteidigen muss man kurz mit Felix. So, aber den platt geschnitten. Will ich mit Danjuschka wirklich jetzt da ranlaufen? Geh mal nur auf die Entfernung, dass wir die nächste Runde ransteppen können. Dass die wiederkommen, ist echt eklig. So, jetzt aber weg mit dir. Ob jetzt bleibst du auch weg, ey. Na, da komme ich nicht ran. Ah, dammit. Ja, wir helfen hier oben mit aus. So, Kopfschutz weg. Du down. Let's go. Ja, du musst dich mal irgendwie ausruhen. Du ruhst dich einfach mal eine Runde aus. Schade. Ist denn Yushka wieder im Kampf? Du hast kein Ausruhen. So. Xan, kann ich mal ein bisschen entspannen jetzt hier. Geh die Schnitzel da oben noch ein bisschen rum. Ah, oh, da kommt noch einer zurück, okay. Du hast kein Ausdauerproblem, deswegen einfach zuhauen. Sacred, also Sacred macht hier... Also manchmal sollte man eben lernen, die Klappe zu halten. Oh Gott, ich habe ewig nicht mehr drauf geguckt, oder? Upsi. Sehr schön. Wir haben den Fallen Hero down, ohne jemanden zu verlieren. Dann Yushka hat ein Level up. Kriegen auch das Schild von ihm und wir kriegen sogar den Helm von ihm. Decayed Closed Flat Top with Mail. 230er Helm. Als der Fallen Hero wieder aufgestanden ist. Achso, ja. Ja. Stimmt. Ja, also wir haben seine Rüstung nicht bekommen, wir haben seinen Helm bekommen, wir haben ein bisschen einen Silberring bekommen und ein Schild, ein Kite-Schild. Ja, alles sau schwer, das Zeug, ey. Und wir haben ein Level-Up bekommen. Dürfen wir nicht vergessen. Level-Up. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Was hat er noch so gehabt? Ja, doch. So. Sehr gut. Sehr geil. Und Colossus. Du bist ein Frontliner. Du brauchst auf jeden Fall Colossus. Es ist doppelt und dreifach effektiv. Ist es nicht. Es ist 25% mehr effektiv. Aber man sagt das so. Doppelt und dreifach effektiv, ja. Wenn ich da 5er HP reinscale. Trotzdem sind keine Terrified Villagers mehr. Das sind nur noch Nightmares. Jetzt kann man hier... Guck mal, jetzt können wir die mal versuchen zu kaufen. Für 260 sollte das sogar ganz okay klar gehen. Ja, es fehlt uns noch ein Trading... Genau, ein Trading Good.
In Sandrick gibt es, glaube ich, keine Trading Goods. Ja, gehen wir mal nach Tanval. Mal sehen, was es da geht eigentlich. Da war ich, glaube ich, noch nie. Aber das sind halt, das waren halt die Zombies. Ich glaube, hier sind die Wiedergänger, heißen die hier. Basically Zombies. Die stehen halt wieder auf, wenn du nicht den Kopf abhackst. Ich glaube aber immer genau einmal. Ich glaube, ein zweites oder drittes Mal stehen die nicht wieder auf. Shit. Wir brauchen übrigens kurz Tools and Supplies. Aber ich bin mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. So, hallihallo. Zwubelchen. Du hast nie existiert. Es gab nie einen Zwubel in diesem Spiel. Wunderschönen guten Tag. Ja, Supplies. Ich hab mir auch schon gedacht, dass ich wieder mit 11 Supplies. Mama ist nur neidisch, dass du so einen schmucken jungen Mann als Augenweide nutzen darfst. Ja, du warst nicht in dem Spiel. Nein, nein, Zwobel, du hast nie im Spiel existiert oder sowas. Und wurdest vielleicht von einem Zombie niedergebissen und bist wiedergekommen. Dann mussten wir dich wieder niederschlagen und jetzt bist du tot. Weil du als Zombie wiedergekommen bist. Niemals oder so. Wir wollten übrigens, das wäre vielleicht smart gewesen, das vorher mal zu machen. Wir sollten das hier reparieren. Sting. Ist jetzt die Frage: Sono ist eigentlich unser Stunner. Will ich jetzt, wem gebe ich dann die Axt? Jemanden, der immer noch ganz gut trifft. Nee, Xan hat nicht so ein Skill, dass er treffen könnte, so richtig gut. Ja, Zwubel wäre so ein Axtmensch gewesen. Nee, noch sehe ich niemanden, der eine Axt tragen könnte, so richtig gut. Will mich auch selber schlagen. Ja, du wurdest von einem Zombie halt getötet und bist dadurch als Zombie wiedergekommen. Das ist so mehr der Punkt. Da können wir uns sogar Hunde kaufen, tatsächlich. Muss ich aber noch überlegen, ob ich das will. Guck mal, die können wir sogar direkt mit Plus verkaufen. Sehr schön. Unser Essen wird auch knapp. Nur für 2 Tage Essen. Ich habe keinen Skill. Ne, keinen Melee-Skill. Kein Melee-Skill ist die wichtige Aussage. Will ich noch einen richtigen Ranged haben? Ich glaube, es wäre schon noch okay, noch einen richtigen Ranged. Denn wir haben jetzt aktuell 2, 4, 6, 8 Frontliner. Noch einen richtigen Ranged zu haben, wäre, glaube ich, schon ganz okay. Da würde sich der Hunter anbieten. Wir tryen mal out. Warum denn so viel Initiative? Aber ich glaube, es ist schon okay. 56 mit einem Stern. Und auch sonst hat er ganz okay gerollt. Deswegen würde ich sagen, heiern wir den. Dann sind unsere Kompanien soweit erstmal vollständig. Du kriegst aber direkt auf. Wir haben keine Bolzen mehr, ne? Ja, nur noch eine Armbrust, aber keine Bolzen dazu. Wie blöd. Und wir müssen ihn auch noch benennen, fällt mir gerade so an. Wir haben hier auch noch einen, den wir noch nicht benannt haben. Wo ist er denn jetzt hin? Hier, Wandor. Zwubel, bist du das wieder hier? Ups. Nicht Wander Zwubel, du bist Zwubel der Zweite. So, haben wir jetzt noch jemanden? Was? Scat Parch not enabled. Hackermans? What? What, Xan? Tell me more. So, du hast einen 30er, du kriegst einen 40er. Du hast hier minus 5. Du kriegst hier den Wanderer Code. Skate Parch? Skate Parch ist ein BTTV-Emote. Ach so. Da bin ich wohl wirklich zu old für. Anscheinend. Nee, ich sehe es auch nicht an. Also, es ist nicht an. Darüber hat sich ja gerade beschwert, dass es hier nicht gibt. Du kriegst einen Speer. Zum Wechseln erstmal. Wir haben keine bessere Waffe dafür, außer ein Schwert, aber. Habe ich auch nicht viel besser. Wir haben keinen Dolch für dich zum Wechseln. Das verbraucht allerdings auch Ausdauer hier, ne? Ups. Also wenn ich das hier rausnehme. Haben wir hier unten mehr Ausdauer. Verbraucht aber nur 3, kann das sein? Ist das gerade richtig? Wait a second.
Man braucht ganze zwei Ausdauer, man braucht nur die Hälfte der Ausdauer im Rucksack, okay. Nee. Nee, bin ich wohl nicht. Aber das ist, der Snorlax Dumpers ist einfach so ein geiles Emote, wie auch immer das mal damals gemacht hat. Ist für mich ein Held des Internets. Okay, hier können wir zumindest mal für 200, können wir das mitnehmen. Aww. Wubel. So, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Mehl. Dann haben wir wieder ein bisschen Nahrung hier. 3 Tage, 94, Alter, wir brauchen noch mehr. Brauchen noch mehr Rauchfleisch. Ja, wir verbrauchen 24 pro Tag. Okay. Es wird langsam teuer, was wir hier so in der Kompanie haben. Jetzt haben wir hier noch, immer noch keinen Namen gefunden, ne? Für den zweiten Siegmund. Machen wir ein bisschen so jetzt. Symmetrische Aufstellung und sowas. Jungle ist übrigens hart OP. Nenn ihn Olat. Warum denn Olat? Olaf würde ich ja noch verstehen, auch wenn ich nicht weiß, welchen Olaf du meinst. Er ist aber schon ein Siegmund, also das kommt ja schon ganz gut hin, oder? Xan, du bist gerade von Dota zu Sif gesprungen. Weil ich nicht auf das F gekommen bin. Also wir können ihn auch Olaf nennen, ist mir wurscht. Aber er steht erstmal eh hinten drin und schießt. Aber der kann sich noch ein zweite Paar Arrows vertragen. Weil er jetzt einen Bogen hat. So, hier können wir noch nichts annehmen. Das heißt, wir müssen mal in eine Region, wo wir die Beliebte sind. Himmelsdorf oder so. Wäre, glaube ich, so ein Ding. Vielleicht gibt es in Sandvik eine Karawane nach Osten. Probieren wir das mal. Auch wenn man ihn Jongle ausspricht, aber ich spreche es lieber Jungle aus. 8 Brigands. Oh, die greifen doch dort gerade die Karawane an. Können wir da noch mit joinen? Nö, wohl nicht. Die Karawane ist hin. Ist uns aber auch egal. Okay, was? Wir laufen nicht hier lang, wir laufen hier durch. Das dauert doch länger, oder? Wir sind doch dreimal so schnell. Oh, Nomads. Was machen denn Nomads hier in dem Gebiet? Ich glaube, wir sind zu viele, dass die Nomads uns angreifen. Auch wenn es Tag 60 ist. Le. Le kann es auch sein. Das H ist ja vor dem E. Was habt ihr hier für einen Auftrag? Drive of Brigands at 30 Axis Encampment northeast of Sandwick. Okay. 850. Ihr habt gar keine Handelswaren. Ist mir eigentlich egal, was mit euch passiert. Ich brauche Handelswaren. Macht doch, was ihr wollt. Oh, Rotburg. Hier ist Rotburg. Okay, okay. Gibt's Ruinen. Da hätte man Holz hinbringen können. Müssen wir nach Dammwald doch nochmal, da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. In Dammwald gab es Holz. Günstig. Und dann müssen wir das nach Rotburg runterbringen. Und derzeit können unsere Leute ein bisschen heilen. Guten Supplies. Und geheilt sind wir schon. Vergiss mal, was ich gesagt habe. Ah ne, jetzt sind wir bei Lee. Ich kenne nur Leroy Jenkins. Und mir immer noch nicht ganz klar ist, warum er das gesagt hat. Some Brigand Marksmen, some Brigand Raiders. A what? Alles klar, was geht denn hier ab? Okay. Ich glaube, eine davon hat uns gerade angegriffen, die andere aber nicht, oder? Doch, sind beide. Scheiße. Es sind beide. Wir brauchen hier oben den High Ground hier hinten, glaube ich. Brauchen wir hinten den High Ground. Au! Alter, das tat schon mal weh. Ich hätte vielleicht doch den vorderen Highground nehmen, so nicht den hinteren.
2016 rausgekommen, dass das Leroy Jenkins Video Stage war, Fields Sage, man. Das kann ich verstehen, dass das Sage Fields. Ich will eigentlich den nicht auf den High Ground da oben lassen. Google der Zweiter. Geh du mal hier hin. Die scheinen ja ranzukommen, also hier wollen wir. Dieses Bewusst hier unten auch Rotfeder, wir ziehen uns dann dahinter zurück. Ich mache hier eine künstliche Engstelle sozusagen, damit der Spear War. Verstecken uns ein bisschen im Gebüsch. So. Dann. Du musst erstmal laufen. Mein lieber Danjushka. Laufen Sie mal nach hinten. Nach hoch kommst du nicht mehr, ne? Da ist noch ein Platz. Da gibt es ja nicht mehr Skatepark. Warum bin ich hier genoobt? Was habe ich damit zu tun? Das, warum. Hä? Hat echt viele, ey. Sehr gut. Der steht halt noch echt problematisch offen. Hier, stell dich mal in Deckung mit die ganzen Leute. So, hier haben wir einen, der von unten kommt. Der Rest kommt alles da oben. 57, 57, 69 hier. Bats! Nice. Das war ein guter Schuss. Die haben nachgeladen. Die laufen alle ran. 45, 45, 53. Okay, ich komme nur mit einem gezielten Schuss dahin. Soweit. 13, 14. Ja, 54 habe ich da hinten noch. 32. Machen wir mal den. Schade, das war ein gezielter Schuss. Er hat 97 gerollt. Olaf, das muss besser werden. Sind wir mal ehrlich. Das muss besser werden. Hört auf, Dinge auf mich zu werfen. Ja, viel besser. Dankeschön. Okay. Hier unten will keiner ran, so richtig. Ich denke mal, das übernehmt ihr dort unten. Also muss ich hier nach oben verschieben. Mal kurz warten, bis hier rankommt. Der wirft halt auch Shit, ne? Ricky geht gleich einen Schritt ran, dann machen wir den Schritt mit ihm. Der Bannerträger ist halt leider gar nicht in der Mitte. Ah, der Ricky. Verteidigen. So, dann können wir jetzt hier werfen. 24, 29. Ach, fuck you. Machen wir halt ein Damage am Schild. Geil. Das habe ich gebraucht. Nicht. Gar nicht so einfach hier, die Sachen. 34, da hat er gehittet. Hat nur 30 gerollt. Nice. Aber wie das Problem ist, die alle Schilde haben, ne? Ich habe nichts gegen Schilde. Oh. Dammit, der Pieks hat nicht funktioniert. Ha! Den eigenen fast, also... Der eine hat so mit dem Schild geblockt. Leider. Ich muss wissen, ob uns hier oben niemand an meinen Range-Dude ranläuft. Deswegen, da muss mal jemand nachchecken gehen. Hallo. So, was machen wir hier den Hit?
Nee! Schon! Ach, so haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Oh, jetzt bin ich übrigens ein bisschen offen hier, ne? Aber ich würde gerne den Höhenvorteil eigentlich behalten. Jean war der Nabbe, nicht ich. Meine Taktik war flawless. Jean hat nur nicht getroffen. Das kann ich ja nix. Oh, der wirft jemand mit Äxten. Au! Hätte mal Chance. Wait. 58er, okay, das ist fair. Das die trifft, ist fair, eine 58er Chance. So. Olaf hat ein Schwert, ja, aber hat keine gute Defense. Können wir jetzt mal den da unten wegmachen? Der nervt. Scheiße. Der fasste wie mit was, Advantage und einer Lost Cutter eine 9er Attack auf den Boss machst und dann die 0 und den Curse ziehst. Ja. Genau so ist es. So, jetzt hau ihn kaputt, Ricky. Ich hab gerade hau ihn kaputt. Ach, Ricky, Mann. Ihr seid zu dritt da unten. Gegen einen. Alter. Das ist ja eine Katastrophe, ey. Das ist ja eine übelste Katastrophe hier. Wow. So, können wir jetzt mal 77, komm schon. Er läuft. Finally, wir können mit hier hochziehen. Und dann ein bisschen Resolve den Leuten geben. Es wird nämlich ein langer Kampf. Und der treffen leider immer wieder. Mit ihren fetten Hämmern, ey. Gar nicht geil. 13, 9. 34. Ja. Das war ein guter Hit. Das war nice. Trotz 34, geil. Wir müssen uns hier lange verteidigen. Schade. Müssen hier wahrscheinlich mal an die Rangies hier hinten ran, ne? Wenn wir schon hier die Möglichkeit haben. Er hat jetzt echt den Range-Vorteil da oben. Den Hate-Höhen-Vorteil. Und dann auch noch einer mit. Au. Oh. Nee. Ich will das gar nicht. Ich will das hier gar nicht fighten. Warum fighte ich eigentlich? Nee. Quatsch. Übelster Bullshit. Ich will hier raus. Ich. Ich will gerade, warum feier ich die ganze Scheiße? Ich wollte ja sowieso die umgehen. So, to arms. Retreat. Weg hier. Raus da, aus dem ganzen Mist. Wir dürften jetzt wieder normal laufen. Aua. Ich will jetzt nicht noch eine Verletzung am Fuß kriegen durch irgendwelche Fernkampfangriffe, sollte es eigentlich vollkommen okay sein. Komm nur ganz schön da ran. Ist so mein Gefühl. Das ist schon mal ganz schlecht. Wo läuft denn der hin? Okay. Celi geht woanders hin flüchten. Celi hat Bock. Der macht eine andere Runde. Oh nein. Das ist schlecht. Jetzt ist er nämlich auf Nahkampfreichweite. Wenn er jetzt einen Hit abkriegt, kann er nicht laufen. Ja. Das ist ganz schlecht. Der Step war halt echt ein Problem. Jetzt verliere ich, glaube ich, einen. Das wäre Sono. Das ist ja genauso scheiße. Ach, erst das Spiel. Warum machst du das mit mir? Die sind sogar auseinandergelaufen. Der eine Brigand ist nach oben gelaufen, der andere nach unten mir entgegen. Ich muss jetzt gegen beide kämpfen. Das ist doch... Ach, Mann. Ja.
Der bietet den Range, den Höhenvorteil ist. Wir müssen halt hier rauslaufen. Wir müssen komplett nach hinten sprinten eigentlich erstmal. Machen sie übrigens auch. Okay. Und sie switchen merkwürdige Dinge. Alter. Alter! Rollt eine 6 auf 47. Jetzt kommt sie gar nicht direkt ran. Das ist ja auch spannend. Die haben übrigens schon gute Schwerter hier. Der hat ein richtig gutes Schwert. Ziehen wir ein bisschen auseinander, damit wir hier über die Höhenunterschiede trotzdem flüchten können. Wir müssen jetzt darauf achten, dass alle laufen können, soweit wie es geht. Deswegen müssen wir hier um das Ding drumherum. Müssen wir halt selber händisch flüchten. Ich will gegen euch gar nicht kämpfen. Macht doch, was ihr wollt. Ich wollte nur ein bisschen Holz holen. Das war meine ganze Idee, die ich hatte. Meine ganze Idee war, ein bisschen Holz abzugreifen. Mir geht's doch gar nicht um euch. Mir geht's gar nicht um euch. So. Ich glaube, Xander, tatsächlich haben wir uns, wenn wir in Gloomhaven gespielt haben, immer super, also ziemlich genau drauf abgesprochen, was wir wann wie machen. Was es natürlich deutlich einfacher macht. Von daher war das meistens ziemlich okay, was wir gemacht haben mit den Attacks. Das ist selten vorgekommen, dass man wirklich auseinandergezogen wurde oder das Spielzüge komplett verkackt wurden, sozusagen, durch das Miteinanderspielen. Ja, ich weiß, dass ihr das auf super hart spielt. Aber das ist bei uns halt nicht so. Sag ich ja. Das hast du trotzdem, glaube ich, einen Schritt weniger gemacht insgesamt. Aber das reicht trotzdem noch zum Fliehen hier. Es müsste doch reichen, wenn ich auf Retreat drücke, oder? Die kommen doch niemals mehr ran. Retreat. Raus hier. Ah, da gab es noch einen Hit, aber keine Verletzung. Das sind die Grund. Die werden in der Online-Version, im PC-Spiel nicht. Genau, werden in der Online-Version nicht erklärt. Du musst aber hingehen und angucken. Ich habe mir natürlich die Karten nie angeguckt. So, keiner hat wirklich eine nennenswerte Verletzung. Logischerweise haben wir auch keinen Loot. Okay, wir müssen erstmal hier weg. Hold up. Hatte ich gerade noch 10 Brigands? Können wir hier irgendwie jetzt. Geht weg. Wir sollten eigentlich schneller. Oh Gott, die folgen uns, ne? Glaube ich. Wir sollten eigentlich 15% mehr Geschwindigkeit haben als alle anderen. Dann gehen wir halt nach Himmelsdorf. Scheiß auf Brigands. Oh. Hallo. Aus den Ruins. Oh. Solche Ruinen kann man, glaube ich, auch mal durchsuchen. Da kann man auch geilen Scheiß finden. Ich wollte eigentlich nur Holz holen. That was all I wanted to do. Was ist hier? 210 und 850. Defend Himmelsdorf and its outskirts against raiding parties. Outskirts ist ein bisschen fies, weil der Beekeeper hier drüben ist. Wahrscheinlich. Aber der vom Geld her müssen wir das. Wir versuchen das. So, dann werden wir wahrscheinlich hier hingehen müssen und mal gucken.
Meistens kommt die nachts. Hin und her laufen. Wo hier irgendwie geoutskirtet wird. Alarm bells sound off from the town chapel. You listen to them while eyeing the horizon. They keep ringing. A locust stands by your side. One, two, three rings, four. He begins to sweat. Then his eyes widen as the bells toll one final time. That can't be. You inquire as to what he's so scared of. He backs away. The dead walk the earth again. Great. Just when you thought a contract was going to be easy. Okay, Frage ist wo? Oh. Bist du mein Ziel? Du bist nicht mein Ziel, oder? Doch, anscheinend bist du mein Ziel. Wir gehen mit der Company da rein. Wir wollen ja hier nicht, wir wollen ja möglichst einfache Kämpfe haben. Okay, es ist dunkel. Es regnet, das sehe ich zum ersten Mal. Ich würde erstmal kurz gucken wollen mit den anderen Leuten, die nicht Fernkämpfer sind, was hier abgeht. Ich sehe halt hier nichts, weil hier ein Berg ist. Geil. Okay, da ist die Company. Jetzt halt reinlaufen. Den Berg erstmal hochlaufen, alles. Aber die verteidigen sich gut. Ich hoffe, sie verteidigen sich gut. Ja, wir müssen irgendwie hier hochkommen, den ganzen Kram. Irgendwas läuft hier drüben halt rum, das sehen wir halt nicht. Okay. Es ist so spannend, was so passiert. Okay, das war sogar ein Hit. Was das bedeutet. Mal dahin. Oh, hallo. Ah, da ist der Necromancer. Dem müsste halt jemand aufschließen wieder, damit er seine Scheiß sein lässt, ne? Weil sonst können die deutlich mehr, die Untoten. Sonst können die deutlich mehr. Ich glaube, da will ich jetzt nicht hinsteppen. Ich will die im Nahkampf erstmal hochlaufen lassen. Wie glaube ich, die Nahkämpfe erstmal hochsteppen lassen? Die haben ja keine Ranged, außer den Ranged, dem Nekromant. Von daher können wir da eigentlich relativ offen hinlaufen. So mit Jawn und sowas. Ricky läuft damit unten rum. Ricky ist, glaube ich, schlecht im Laufen, oder? Nee, Ricky hatte Max Fatigue. Probleme. Mal dahin. Hoch da. Hoch da, Jungs. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Aber der braucht noch ein Be Felix braucht noch eine bessere Rüstung. Stimmt, da war was. Er braucht dringend noch eine bessere Rüstung, sonst ist der immer ziemlich schnell down. Hier kommen wir nicht hoch, weil da braucht man einen AP mehr, weil es ein Höhenunterschied ist. Die haben auch einen Bannerträger, sehe ich gerade. Ah. Inspired by nearby leader. Battleforged. Miliz ist ziemlich fett ausgerüstet, muss man mal so sagen. Wäre jetzt a shame, ist, wenn einer von denen down gehen würde und ich so einen Helm oder so eine Waffe von denen kriegen würde. Wäre ja schade. Kommt der hier ran? Hat Bock oder was? Komm mal mit dann, Juschka. Diesmal auf. Die haben jede Menge Ranged Spear, also Zweier-Range-Waffen. Weil hier drei schon. Und dann den Bannerträger auch noch. Das ist noch vierter auf jeden Fall. Ach, und Hunde haben sie auch noch. Okay. Merkwürdige Hund und riesige Armbrüste. Brauche irgendwann mal die Armbrust. Was klumpen ihr jetzt euch so in mich rein? Ich dachte, ihr macht hier euer Ding und wir machen hier von der Seite und so Scherenbewegung und let's go. Jetzt klumpen wir uns hier irgendwie ineinander. Das ist doch scheiße.
Das ist doch scheiße. 45, 41, 61. Hm. Holen wir das da. Der Hund frisst die Zombies. Das hatte ich aber für eine schlechte Idee. Jawohl, das ist sehr, sehr gut. Dann kann der nämlich nicht mehr zaubern. Das ist sehr nice. Bats. Baker noch wieder Arbeit. 80, 83, hier, zack. Ben trifft auch wieder seine Sachen. Jetzt müssen wir irgendwie hier hin. Sind wir irgendwann dann mit John. Das ist aber dumm. John ist unser Anführer. Ne, den lassen wir erstmal drin stehen. X. So, kannst du irgendwie da rein? Nee. Ah, fuck. Dass ich hier alles eingenommen habe, diese Miliz, das ist echt nicht cool. Echt sehr, sehr störend zum hier durchlaufen überhaupt. Ihr habt halt, ja, ihr habt keine Nahkämpfer. Oder zumindest wenig Nahkämpfer, besser gesagt. Und ihr scheint auch wenig gute Fernkämpfer, ey. Was war das für ein Chance? Chance 85 rolled 1. 69 rolled 45. Moment, die haben da alle getroffen. Ich bin irritiert. Ja, das muss er jetzt nicht gegen den Hund verteidigen, deswegen kann er nichts machen. Batz! Schmeiß mir ihn runter. Ihr greift sowieso gerade den Dude an. Ja, Xeli muss halt noch laufen, ne? Wir haben jetzt eine harte Übermacht, also 26 gegen 8 ist sehr, sehr übel für die. Wenn er komplett verprügelt. Ja, und dann Juschka, renn halt. Hallo. Mit seinem kaputten Ohr, ey. Ja, da rein will ich. Das sieht mir gut aus für meine Company. Oh, jetzt sieht es mir nicht mehr so gut aus für meine Company. Die Hunde hauen ordentlich rein. Bleib mal tot. Dankeschön. Ja, auf den da hinzuschießen, da hätte ich aber Angst, den Hund zu treffen, ey. An deren Stelle, aber anscheinend sehen das andere anders. Nice. Bannerträger hat mal was mitgemacht. Ja, wir müssen hier ordentlich die Leute einprügeln. Prügel, prügel. Fix. Ähm. 47, 69, let's go, nice. Sehr nice. Lauf, Forest, nee, Rotfeder. Lauf, Rotfeder. Hallo, da steht ja noch einer. Der steht nicht mehr. Jawohl, pieks, pieks, Motherfucker. Von zwei Standartenträgern einfach tot gepiekst. So von links und rechts, so die fahren. Pieks, 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 pieks. Sehe ich schon. Wobei am Ende hat es wieder Felix mit seinem Schwert gemacht. Der wurde, glaube ich, da hingeschoben, ne? So, Lauf, Forest. Oh, der kauft nochmal. Nice. Xan, guter Mann. Guter Mann, der Xan. Der kann da schon ein bisschen was. Darf ich hier nochmal was werfen? Jo, darf ich. Hier, 74. Bats, Danjuschka, schön. Geil. Das ist ja der Vorteil, wenn er beides ganz gut kann. Melee und Range Skill hat.
Wobei Meliske hat er noch gar nicht so viel, aber er hat den Basis-Range ist schon ziemlich hoch. Ah, guck mal, da ist ja wieder einer. Und da ist nochmal einer, den ich gerade umgeworfen habe. Alle drei direkt. Ach, Mann. Der wird einfach vom Hund zu Tode gekaut. Ah, sehr gut. Oh. Ich würde sagen, bleib mal unten, aber er bleibt irgendwie nicht unten. Ey, wohin schießen sie denn? Oh, armer Wuffi. Ich glaube, es hakt, den Wuffi töten. Das ist gegen die Genfer Konvention. Wuffis töten ist verboten. Habt ihr John Wick nicht geguckt oder was? Ja, ich habe noch nicht gewusst. Das ist gegen die Genfer Konvention. Wuffis töten ist verboten. Ja, bestimmt. Steht da irgendwo. Ja, er hat gerade den Wuffi bluten lassen hier. Eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Oh, hier, Rotfeder darf auch nochmal. Geil, noch ein Kill für Rotfeder. Gut, es ist irgendwie... Zono da hinten steht da irgendwie sinnlos rum. 67... Komm, 67. Also Olaf trifft jetzt schon ganz okay. Bis jetzt ist das erstaunlich gut, was er da macht. So, machen wir erstmal den platt, damit der Wuffi keinen Hit mehr abkriegt. Ich glaube, der andere wäre noch dran gewesen. Also den ich gerade gekillt habe. Hätte jetzt, glaube ich, noch eine Runde gedurft. So, Felix auf dem Weg. Also die Miliz, dass die sich in mich reinmischt, das war irgendwie Quatsch. Oder war ja noch einer. Da ist ja immer noch einer. Das ist so dunkel. Wie soll man das denn sehen? Da ist noch einer. Es könnte auch daran liegen, dass ich permanent die Balken anzeige, aber das ist für mich, finde ich das sehr wichtig, um zu wissen, wie gut es denen jeweils geht. Wenn ich dahin gehe, darf ich nicht mehr werfen. Na gut. Blöd. Ich würde sagen, dass man den jetzt nicht platt kriegt. Was? Was? Wait a second. Was? Bleib mal unten. Die sind ja super spät nochmal aufgestanden. Könnt ihr hier mit rein? Nö, okay, gut, dann nicht. Ich mach das halt hier, mein Sacred. Und mein Bannerträger hier. Sag ja, von beiden Seiten Peaks, Peaks, Motherfucker. Und so. Guten Appetit, Xan. Wünsch dir was. Ricky. Ricky kommt da jetzt ran. Sehr gut. Du kommst auch ran. Bimsen? Was ist ein Bimsen? Ich kenn nur Bims Stein. Der wird, glaube ich, zum Beispiel benutzt, um Hornhaut abzuraspeln. Ich weiß aber nicht, ob das so das ist, was ihr mir gerade sagen wollt. Ich tippe einfach mal auf Nein. Ach so, das ist was anderes. Aber das mache ich nicht mit dir, Zwubbel. Tut mir leid, also das Angebot muss ich leider ablehnen. Wenn das jetzt so an mich gerichtet gewesen wäre. Aber wir bumsen die Gegner auf jeden Fall gerade weg. Das machen wir. Mit denen bumsen wir richtig hart. Erstmal hier den töten und dann willst du jetzt hier weglaufen, ne? Ha! Am Arsch weglaufen. Das wird nicht weggelaufen. Was? Ich wollte dahin. Okay, dann bin ich ja dahin gegangen. Spiel sagt, ich muss woanders hingehen. Spiel hat sich das irgendwie reserviert. Der Nuschka guckt bloß zu. Wir haben hier eine riesen Mäule und dann mittendrin so eine. Ich will nicht sterben. Alle draußen so. Doch! Doch, doch. Nekromanten werden totgerannt hier. Wir sterben jetzt eh die Runde. Aber wenn ich sogar direkt am Mund. Also, ja, hier, bleib mal hinten stehen. Du bist auch wurscht. Du bist auch wurscht. Ja, da ist der nächste Hund dran. Okay. Ja, bisschen Tools, bisschen Äxte. War nicht viel. Bisschen XP, minimal. Müssen wir halt mitnehmen.
Kommt die Company mit zu den anderen Undead hier so? Oh ne, da wollen wir mitmachen. Engage. Direkt zwei Undead-Gruppen kommen. Dass direkt zwei Undead-Gruppen kommen. Natürlich ein bisschen bitter. Oh, die haben sogar Schilde. Ja, das ist die bessere Gruppe, würde ich sagen. Bin ich Zwubel? Du bist Zwubel. Du bist ja hier direkt am Rand hier. Das ist aber mutig von dir. Zwubel meldet sich da freiwillig für den Randdienst. Das ist echt, echt mutig. Dankeschön, Zwubel. Bist ein guter. Hab ich den Platz zu wenig gelassen. Dammit. Also sie sind insane dick ausgestattet. Leider müsste ich eigentlich auf dem... Weg mit dem Viecher! Ja, leider müsste ich eigentlich auch auf dem Niveau sein. Bin ich aber noch nicht so richtig. Muss man ja irgendwie zusammensparen für dicke Rüstungen unter anderem. Und mehr Ausdauer, um die Rüstung auch tragen zu können. Bop, bop, bop. Erstmal einen Schluck trinken. Kennt eigentlich irgendjemand noch die Raumschiff Gamester-Folge, wo sie Gothic 3 verarscht haben? Und einer übelst am Kämpfen ist und so sein Begleiter hinter ihm steht. Er so, ich brauch Hilfe, ne, mitten am Fighten. Und der Begleiter so, erstmal was trinken. Erstmal was essen. Kennst Raumschiff Gamester nicht? Oh Mann, ey. Jetzt fühle ich mich echt alt. Fuck. Jetzt fühle ich mich alt. Das ist bitter. Ich meine, wir wollen die Viecher rankommen lassen im Zweifel ein bisschen. Wobei eigentlich nicht, ne? Shield Wall! So. Hier können wir hinsteppen, würde ich sagen. So. Muss gucken, was hier so abgeht bei den Leuten. Die drei gehen jetzt alle hoffentlich auf Zwubel und Zwubel überlebt das. Natürlich locker flockig ohne Probleme. Ich kenn ja Zwubel. Also Sono hilft ihm da oben. Okay, die Miliz ist schon. Ich finde gut, dass die Miliz spawnt, während wir den Auftrag haben, das Dorf zu verteidigen. Also dass die einfach selber noch eine Miliz losschicken. Finde ich echt eine spannende Option. Verstehe ich nicht ganz. Aber hilft mir natürlich sehr. Habe ich nicht so viel zu tun. Hey! Wird auch rumgedolcht hier. Oh, der hat einen dicken Knüppel. Ja, die Hunde müssen dann jetzt zum Nekromanten, ne? Batz! Richtig schön Speer ins Gesicht. Was macht denn ihr da? Also hier ist wieder Prügelgruppe. Und der ist irgendwie Verteidiger von Nekromant, oder was? Das sieht nach einem besseren Nekromanten aus. Der hat so Fell und so ein Shit. Oh, hallo. Oh, hello. Oh, weiter komme ich nicht. Gut, hab ich den getroffen, ist auch fein. Ist okay für mich. Die gleich mal ein bisschen aufschließen. Genauso hier. Ja, wir müssen einfach generell mal hinterherkommen. Hey, jetzt hauen sie ab diesmal. Diesmal vermischen sie sich nicht mit uns. Das ist ja eine absolute Frechheit. Der Hund ist scheiße. Der trifft ja auch nichts. Nee, 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 du hättest ja bei mir nicht gegeben. Okay, wir haben auch nichts getroffen, aber... irrelevant, oder? Eigentlich. Stimmt. Wie ist denn das jetzt? Felix habe ich jetzt da reingesetzt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Doch, er hatte einen relativ hohen...
Skill, glaube ich. Ja, ihr schafft das ja wohl da oben. 57. 44. 57. Ohne Zielen. Zack, zweimal. Bam, bam. Quickshot und so. Und zweimal auf den Helm. Ach, fick doch die Henne. Ja, die hat's verdient, die Henne. Sag ich so. Für mich hat die Henne das verdient. Die hat bestimmt Spaß dabei. Was? Das war auch geil. Der ist hier reingesteppt, um dann mit dem Hund zu tauschen. Das ist ja eine Taktik, ey. Eine 79 gerollt bei einer 77, ey. Das war ein guter Hit. Das war auch noch ein schönerer Hit. Killing Blow ist immer was Besonderes, finde ich. Dann kannst du mir bitte nicht im Weg rumstehen? Danke. Ich glaube, es hackt. Stellt sich. Jetzt kommen die wieder zu mir. Lasst mich doch einfach mal mein Ding machen und kämpft hier unten und geht zum dem blöden Nekromanten. Knüppel doch den um, anstatt irgendwie zu mir rumzujuckeln. Gibt doch genug Gegner, die ihr da habt. Hat Zwubel, glaube ich, gerade wieder einen umgelegt, oder? Ja, Zwubelchen hat einen abgedolcht. Abgesperrt. Richtig hart rumgesperrt. Nice. Und der Nyushka wirft seine komischen Speere immer von hinten so ein bisschen. Zack, zack, zack. Hat funktioniert. Alter. Wer bist du, dass du so blockst? Oh, ja hallo. Wo kommen sie denn her? Footman. Achso, die heißen einfach nur... Der heißt wirklich nur Footman und der hier Billman? Also die sind einfach nur wirklich nach dem, was wir haben, benannt. Ja. Schade, ich dachte, die kriegen auch normale Namen. Wir chillen mal die Runde ein bisschen, wenn wir nur nachladen. Zack. So. Peaks, Peaks. Lauf mal ein bisschen weiter rein, würde ich sagen. Ach, Ricky. Ricky, du hast 76er zweimal verkackt. Ricky, du bist nicht mehr Who Knows. Du bist Ricky, Who Doesn't Hit. Das ist übrigens auch eine Geschichte, der Who Knows. Der hat nämlich zweimal die Nase gebrochen gekriegt, direkt hintereinander. Deswegen ist der Who Knows. Au. Kopf ab. Sehr gut, der steht nicht wieder auf. Der kommt nicht zurück. Kopf ist ab. Der kommt nicht zurück. Randa, hallo. Kommt doch direkt einer mit. Xan und Sono sind so hier das Dream Team. Auch wenn die nicht eine Person sind in dem Fall. Ach, hör auf, Leute wieder zu beleben. Tote Menschen, lass die schlafen. Da ist der Kopf ab, geht es eh nicht mehr. Auf geht's, Zwobe. Ins Getümmel. Der erste Zwobe war so ein insaner Charakter. Du hattest 3 Sterne in Melee-Skill. 3 und hast mit 60 angefangen. Und dann war ich übermütig mit dir und du bist gestorben. Ich glaube an Gift sogar. Das war, glaube ich, nee, es war noch tragischer. Du warst vergiftet und ich habe versucht, den Gegner, der vor dir war, wegzumachen und habe dir dadurch, glaube ich, mit meinem Fernkämpfer den Rücken geschossen und dadurch bist du durch an dem nächsten Gifttick gestorben. Da habe ich mich richtig geärgert. Das war richtig unnötig. Also du hättest sogar überlebt. Hätte ich einfach nicht geschossen. Ja, da war ich wirklich Noob. Also das war sogar mein Ingame-Charakter, mein Ben. Das war der einzige Fernkämpfer, den wir da hatten. Also wirklich... Über weite Distanz. Hört doch auf, wiederzukommen, ihr nervt doch nur. Bleib unten, habe ich gesagt. Es
frisst ganz schön viele Bolzen, sowas, ey. Nice, holy. Holy. Mal hier hin. Können wir nächste Runde moven, glaube ich. Hier dürfen wir nicht mehr attacken, aber können wir nächste Runde schießen. Du neidisch und wolltest mich los. Nein! Ich war so sauer auf mich selber. Ich hätte es so gerne gehabt, diesen Charakter. Wenn er mit 60 Starten und 3 Sterne drin haben, heißt, er kommt irgendwie bei 100 Skill raus. Du triffst einfach irgendwann alles, gefühlt. Jeden Hit. Du wärst ein absoluter Schwertdolch, was auch immer, Zweihandwaffenmeister geworden. Das wäre einfach nur insane gewesen, wäre so geil gewesen, aber das habe ich leider verkackt. Da ist leider wenig Defense-Stats, aber... Also, jetzt gucken wir mal hier den an. Hallo. Hallo, Herr Nekromant. Hören Sie mal bitte auf, komische Dinge zu zaubern. Shit, da hätte ich meinen Bannerträger hinstellen sollen. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Na gut, da müssen wir einfach kaputt hauen. Okay, da unten habt ihr endlich auch geschafft. Nach irgendwie 8 Runden habt ihr da unten ein bisschen aufgeräumt. Wenn der Nekromant schon fast tot ist. Sehr starke Runde von euch, sehr starke Runde. Hallo, Herr Nekromant, Zwubel hier. Hallo, Nekromant, Danjuschka hier. Der hat ihn Speer ins Gesicht gelegt. Also, das war echt sad. So, immer noch den einen, glaube ich, ne? Ja, genau. Der eine muss noch sterben da unten, der hier jetzt mittendrin steht. Was? Chance 20. Was hat denn der für eine Defense, Alter? Oder wie schlecht bist du, Footman, dass der eine Chance von 20 nur hat? So hitten. Hier, so geht das. Kopf ab. Da. Zwubel hat ein Level up. Sehr gut. Xan hat ein Level up. Wenig Neues. Wieder ein bisschen Supplies. Wir haben den komischen Hut bekommen von ihm. Wir haben dieses komische Schild bekommen, was übel schwer ist, weil es verwittert ist. Verwitterten Sachen sind immer besonders schwer, so wie ich das sehe. Okay. Wir haben es gemacht. Wir holen uns das Geld ab. Give me my 850 Crowns. Sehr geil. Ah, die haben ja auch wieder diesen geilen Armbrustbums. Achso, wir bräuchten aber... sowieso mit Armbrust haben. Wo sind wir denn? Bolker of Bowls ist das hier, ne? Das will ich sowieso haben, auch für meinen anderen. Nämlich die Armbrust und du kriegst Quiver of Bowls. Wo habe ich es denn jetzt? Hier. Of Bowls. Warum auch das hier nicht mehr? Ups. Nein! Hier passieren Dinge! So. Den Dolch hätte ich noch ganz gerne. So, Xan hat ein Level Up. Plus 3. Yes. Fatigue, habe ich gesagt, brauche ich auf jeden Fall mehr. Und wahrscheinlich will ich auch HP haben mehr. Oder Defense halt direkt. Defense halt, wir werden halt weniger gehittet. HP ist halt, wir werden immer noch gehittet. Das hilft uns halt gegen einen Hit, das hilft uns gegen alle Hits. Deswegen, glaube ich, ist das besser, hier auf Defense zu gehen. So, wenn du... Oh. Bis jetzt siehst du danach aus, dass du häufiger angreifen wirst. Dann hätten wir doch hier irgendwo Overwhelm, ne? Dann treffen die Gegner schlechter für jedes Mal, wenn wir... Egal, ob wir hitten oder treffen, die Gegner trifft schlechter, wenn wir ihn versuchen zu schlagen. Hört sich eigentlich geil an. Die Alternative ist, wir nehmen hier tatsächlich Underdog. Dass die Gegner keinen Bonus mehr kriegen, wenn sie uns umstellen. Also den Charakter umstellen. Das ist die Alternative. Ob wir hitten oder treffen. Ob wir hitten oder nicht hitten. Steht extra drin. With every attack, hit or miss against an opponent. Reduzieren wir seinen Skill um 10%. Was nicht ist, dass er 10% schlechter trifft. Aber wenn er 60er Skill hat, trifft er dann 6% weniger, weil 6 abgezogen werden. Das heißt, gegen Leute, die richtig gut sind, wird das sogar stärker. Als gegen Leute, die eh schon scheiße sind.
Alternative ist Reach Advantage. Da müsste man aber mehr treffen. Da müsste man AOE irgendwie haben. Das wir, glaube ich, bei ihm nicht holen können, weil er nicht genug Defense hat sonst. Er hat basically keine Defense. Das ist halt offensiver Overwhelm, während Underdog defensiver ist. Ich glaube, ich nehme Overwhelm. Ja. So, wir wollen dann, glaube ich, hier Battleforged. Wir wollen Heavy Armor, weil wir haben viel zu wenig Ausdauer für Heavy Armor. Aber wir haben auch keine gute Initiative für Nimble, also wir haben kein Dodge geskillt. Ja, puh. Ja, bis Level 10 dürfen wir hier noch rumskillen. Mit Level 11 kriegen wir keine von diesen Punkten mehr für die Perks. Da kriegen wir kein neues Perk mehr. Zwubel. Achso, ja, stimmt. Hier HP natürlich. Initiative, weil sonst ein Nimble Tank werden. Und Defense. Ob du hittest, ist mir eigentlich wurscht. Du sollst einfach nur im Weg rumstehen irgendwann mal. Da ist Kolossus natürlich auch für mehr HP. Ja, auf jeden Fall. 25% extra HP. Also wir gehen hier irgendwann da drauf, dass du eine leichte Rüstung anhast und dafür aber 60% weniger Damage auf deine Lebenspunkte kriegst. Kombiniert mit Dodge, wo wir halt eine hohe Initiative haben, dass du selten getroffen wirst. Und wenn du getroffen wirst, kriegst du fast keinen Schaden auf deine HP. Aber dafür braucht man natürlich sehr viel HP. Das ist so ein bisschen die Strategie, die wir für dich fahren werden. Yes. Wir haben immer noch das abgerissene Ohr, was irgendwie in 1 bis 2 Tagen heilen wird. Und ein bisschen HP. Benjushka, ja, sonst geht es uns eigentlich allen ziemlich gut. 16er. Ja, nee, hier will ich eigentlich nichts verkaufen. Das ist alles nicht so geil. Alles nicht so geil. Gehen wir wieder nach Gelbstadt. Ich glaube, Gelbstadt und Sandstadt sind so meine Hometowns. Ja, du bist einfach ich stehe im Weg und bin Tank. Ich meine, du hast 3 Sterne in HP. Und Initiative, glaube ich, hast auch noch mal 2, ne? So war das doch. Oder? Ja, nee, das Initiative hast du 1, aber 3 Sterne in HP. Das ist halt einfach, du wirst... HP! Zwubel the Wall. Ja, das muss ich verdienen. Wenn er die Wall wird, dann... Dann ja. So, was können wir hier kaufen? Hier verkaufen? Hier können wir wenigstens verkaufen, ja. Können wir den ganzen Kram hier raushauen. Dat. Billigen Speere, billiges Schwert. Das hier, ein Pflege. Weiß ich nicht, ob ich den nochmal brauche. Diese komischen Hütchen hier brauchen wir, glaube ich, nicht. 35 ist auch zu niedrig. Body Armor habe ich nicht so viel, von daher würde ich die im Zweifel erstmal behalten. Curve of Arrows brauchen wir eher nicht. Javelins auch nicht. Das ist eine Range Defense. Es hat aber sau viel Widerstandskraft tatsächlich. Mit 40 HP. Das kriegst du nicht so einfach weggeschlagen. Das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht. Den Bogen brauchen wir auch nicht. Die wollen wir aber nochmal reparieren, bevor wir die verkaufen. Die Äxte. Weil die sich ein bisschen was wert sind, wenn sie repariert sind. Weil wir können ja mal kurz gucken. Ne, auf 40% ist es 80 wert, auf 100% ist es 180 wert. Ich meine, wir bekommen ungefähr 200 Kosten Tools und Supplies. Wahrscheinlich brauchen wir nicht mal einen ganzen Stack davon. Oder auch nicht einen halben Stack, um das zu reparieren. Also lohnt sich das Reparieren auf jeden Fall. Deswegen repariere ich das auch mal, ob ich das jetzt behalte. Für den Fall, dass wir genug Fatigue haben. Wenn wir genug Fatigue haben, ist halt der Punkt, dass wir das fette Zeug anziehen können. So, hier, ich fundiere nochmal was, damit wir alle happy sind. Soll es eigentlich billiges Essen geben? Ja, hier, das Fleisch ist billig. Auf jeden Fall. Nehmen wir das noch, Roots and Berries, mit wem wir es Essen haben. Essen ist halt wirklich jetzt langsam ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Was habt ihr hier so für Quests?
Follow Tracks near Gelbstadt, Return Demonic Statue. 670 ist eigentlich echt günstig inzwischen. Also das ist eine relativ einfache Aufgabe. 960 ist es nicht. Also ich glaube, ich werde erstmal den hier machen. Weil wir sind noch ein bisschen verletzt. So, Follow the Tracks sind wahrscheinlich die da drüben. Ja. While walking about the shops of Gelbstadt, you feel a tug at your sleeve. You turn to find a child there with a face smeared black with two bright white eyes staring out. He asks if you know anything about swords. You gesture toward the one you got sheathed at your side. He claps his hands. Great, I work for a blacksmith yonder, but he's away fetching iron ingots. He told me to keep watch of the special sword he was making, but it fell and broke. Fell on its own and broke on its own. Will you help me put it back together? Wir haben doch einen Apprentice. Felix, genau, Felix ist doch... Felix ist ein Lehrling. So wie ich das verstehe, ein Schmiedelehrling. Felix, hilf ihm. Felix, the young apprentice, is tasked with helping the kid. He saunters over to the smithy and starts helping the kid, but he does more than just help. He fashions the sword back together in such a way that is stronger than it was to begin with. The blacksmith returns to find the handiwork and demands to know how to do it. Almost begging for insight, Felix laughs. You give me this sword and I give you the secret my meister passed down to me. You didn't even know the apprentice knew how to do any of this, but the lad is nothing if not a sponge in boots. Hä? Der ist ein Schwamm in Schuhen? The fuck? A trade is made with the blacksmith and both parties leave more than happy. Nice! Das ist nämlich ein richtig gutes Schwert, was wir jetzt gerade bekommen haben. Wir haben das hier bekommen. Das ist die dritte Stufe des Einhandschwerts. Xan, du hast ein neues Schwertchen. Das ist nämlich jetzt gegen Rüstungen 10% effektiver und macht mehr Damage. Das ist ziemlich geil. Und dafür können wir hier ihm dann das Falchion geben, dem Xeli. Dann macht er auch wieder ein bisschen mehr. Das ist sehr, sehr cool. Weil das ist nämlich die erste Stufe der Schwerter. Nice. Herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr coole... Da, Thieves. Wir haben doch... Müssten eigentlich schneller sein als sie. Weil wir haben hier einen Scout, der uns heißt 15% auf jedem Terrain schneller. Und Sickness and Accidents mit Terrains gibt es nicht mehr. Also wir müssten sie eigentlich einholen können. Wir laufen, glaube ich, auch wirklich schneller. Wie geblieben, was habt ihr eigentlich? Some Markmen and some Raiders. Are quite human and a simple crowd of vagabonds and brigands. They arm themselves as you order to make. Okay, es sind einfach ganz normale Typen, die halt geklaut haben. Dummerweise. So, wenn wir vorlaufen wollen, wir können auch nicht, wir haben keine Reichweite dafür, ja? Also wir können auch nicht angreifen. Das ist der Vorteil der Bögen, die haben ein bisschen mehr Reichweite als die Armbrüste. Aber dafür brauchen die Tänzer auch ein bisschen mehr Munition. So, ihr bleibt hinten. Logisch. Oh, ihr bleibt doch nicht hinten. Never mind. Gut. Brüste? Was? Wo sind Brüste? Ach, Armbrüste. Jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen. So, hier so ein Arm und dann so Bubi. 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 Oh, der hat ein Zweihandschwert. Hello. Mister. Wir können auch warten mit dir, ne? Ja, ich glaube, du hast das gleiche Bild vor Augen wie ich. War das auch nochmal? Wenn wir ihn nicht umstellen, haben wir eine bessere Hitchance. Wir können ihn umstellen. 61. Ach, Xan. 34, 6, 8, 48. Wirf ihm Sachen ins Gesicht. Sehr gut. Schade, Sono hat nicht gestunt. 68, jawohl, der will schon rennen. Der hat schon keinen Bock mehr. Der ist im Prinzip raus. Auch verständlich.
So, jetzt kann ich die hinten abschießen. 57. 62. Schade, Ben, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr zielen üben, glaube ich. Ihr schießt nicht? What the fuck? 41, 37, 44. So, he dead. He dead, bro. Hier was zu trinken, ja, das würde wahrscheinlich helfen. Ich will eigentlich nicht hier außen rumlaufen, weil dann können die ziemlich gut auf den Sacred schießen. Der braucht dringend mal eine bessere Rüstung. Hier habe ich einfach nie wieder eine neue Rüstung. Der hat auch 96 Fatigue, der kann einfach eine easy neue Rüstung tragen. Also es ist nicht wirklich schwierig für ihn, eine bessere Rüstung zu nehmen. So, dich stellen wir hier rein, einfach nur für die Resolve. Für die Laune der Leute, John, bist du jetzt zuständig. Schade. Das waren 91 Roll auf 52. Au! Au! Wait a second. Wer ist das? Warum? Ben hat ja gar keine Rüstung. Ugh. Was? Was? Was waren das für Hits? Chance 34 und 37. Nee. Ein Miss ist Sonos. Der erste Schuss war ein Miss auf Sono und hat mich... Alter. Alter. Geht weg. Ich verzieh mich hier. Ihr könnt mich alle mal... Der erste war ein Miss auf Sono und hittet mich dahinter. Der zweite war sogar dann ein Schuss auf mich. Nee, throws javelin and the shot goes astray and hits 1000 cuts. Alter. Chance 2. Nee, hier war 32. Vergiss es, war nicht ein Miss. War kein Miss, ich hab Bullshit erzählt. So, da geht dann unser Piekser rein. 37. Zack! Jawohl. Und wir rollen 82, natürlich. Jetzt aber hier. Nicht so easy mit den jungen Pferden. Du bist gefährlich. Alter, der Stun geht wieder daneben. Also wir müssen jetzt mal Waffe wechseln jetzt. So, den müssen wir eigentlich relativ schnell töten. Ganz gut zumindest. Wir können hier mal Hallo sagen, damit der schon mal nicht mehr schießen kann. Den können wir auch mal Hallo sagen, dann kannst du auch nicht mehr schießen, ne? Fix. Sehr schön. Moment, du bist immer noch im Nahkampf. Warte, 55, dann trotzdem nicht gehittet, ey. Da kommen wir nicht hin. Dann piekst mal dir noch einen rein. Auf dem Weg vorbei. Schade. Hier geblieben. Yes. Das ist mein Ben. So kenne ich den. Oh, geil. Der will auch schon wieder laufen. Er will auch schon wieder rennen. Yes. Hier wird nicht weggelaufen. Weglaufen verboten. Der läuft auch. Auch keine Lust mehr. Können wir hier rumgehen? Und den noch eine geben. Oder versuchen zu geben, besser gesagt. Ah, Ricky hat nur den ersten getroffen, aber das ist okay. Das ist okay. Okay, du läufst sowieso. Dann können wir uns irgendwie hier reinstellen und dir einfach noch eine mitgeben. Peaks, peaks, Motherfucker. Der will auch rennen. Sehr gut, die sind einfach alle am Rennen. Du bist noch nicht am Rennen. Sorge mal dafür, dass du rennst. Oder rennen willst, besser gesagt. Wir stellen mal ein bisschen drum rum. Oh, du hast einen Fernkampf, ne? Gar nicht so smart, wenn das ein Fernkämpfer ist.
For the company. Also Olaf tut sich schon ganz gut hier. Könnte man auch als Sniper bezeichnen. Ah, jetzt will er auch laufen. Haha! Umstellt ihn! Oh, schneidet ihn nieder. Hier ist ja noch was. Ja, jetzt nicht mehr. Haben wir kurz geklärt. Perfekt. Also das war dann Juschka Level Up, Olaf Level Up. Ein bisschen Loot. Nehme ich. Gib her. Finde ich gut. So. Und zurück nach Gelbstadt. Das waren, wie gesagt, das sind die, so um die 600, 700 sind die einfachen Aufträge. 1000 ist so, wo ich ein bisschen nachdenken muss. 1500, da muss ich mich wirklich anstrengen. Das sind so gerade unsere Level, die wir haben. Tavern! Xeli ist betrunken, der Vollidiot. Dann fahren wir mal weiter nach Sandstadt die Nacht. Aber wir haben, ja, in Sandstein können wir normalerweise auch Tools und Supplies ziemlich gut kaufen. Ja, wir brauchen noch ein Handelsgut. Da müssen wir noch irgendwie eins holen. Habt ihr was? Ihr habt diese Farben, ne? Für 458 ist halt echt nicht so geil. Nicht so geil. Guck mal hier, jede Menge von den größeren Schilden. Born Kite Shield. Kite Shield, das ist... Minus 16, 15, 20. 15, 25. Aha. Das ist eine schlechtere Version. Vom Kaichi, weil es nur 20 Melee Range Defense gibt, während das hier 25 gibt. Okay. Den will ich reparieren. Das will ich reparieren. Das Fallchen will ich aber noch reparieren. Zwubbelwasser trinken? Ne, Zwubbelwasser wollen wir nicht trinken. Ja, ich muss mal kurz gucken. Ilumi hat mir nicht geschrieben. Oh. Ich habe ja heute eigentlich Pen and Paper geplant. Und ich sag mal so, einer unserer Spieler fällt aus eventuell, weil er bei der Polizei ist und beim Bereitschaftsdienst gerade angerufen wurde. Und wir wollten 14 Uhr spielen. Das ist schlecht, ne? Das ist schlecht. Also, schlecht. Schlecht für jemanden, der nicht, der Pen & Paper spielen will, natürlich. Ich weiß nicht, warum ich die Initiative haben will. Resolve. Resolve könnte man noch ein bisschen höher machen. Ich springe ein. Ich glaube nicht. Oder kennst du dich mit den D&D-Regeln aus? Warum will ich... Ich könnte ihm Dodge geben tatsächlich, wenn ich so viel Initiative sowieso kriege. Dann kann ich einfach mal als Defense-Option Dodge geben, damit er es einfach nur hat. Weil er wird auch keine schwere Rüstung tragen. Von daher würde er immer relativ hohe Initiative haben. Nun, was nehme ich jetzt noch dazu? Was ist der dritte Stat? Ich habe eigentlich nichts davon. Ich glaube, ich nehme einfach Resolve, damit er sich nicht so einscheißt. Hat man ein halbes Jahr gespielt, ne, viel mehr haben wir auch noch nicht gespielt, aber du kennst den Charakter ja nicht und vor allen Dingen ist es dann blöd, wenn, ob der Charakter das macht, was wir von ihm erwarten. Pathfinder wahrscheinlich, damit wir laufen und schießen können, auch auf schwerem Gelände. Ich kann auch einspringen, habe aber null D&D-Erfahrung und habe zudem heute eigentlich Gloomhaven. Ja, das hört sich voll nach einer guten Idee an, dass du dann einspringst. Ihr HP... Moment, Danjushka sollte auch ein Nimble Tank werden? Ne, der soll ein richtiger Tank werden, glaube ich. Der soll richtig Fatigue hochskalieren, damit er die fetten Sachen tragen kann. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch Steel Bro gehen, damit er weniger Head Damage kriegt. Ne, der will Recover gehen. Damit er seine Fatigue wegkriegt. Recover ist so wichtig. Ich gloome dich auch gleich. Kennst du Gloomhaven nicht? Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Sollte man sich anschauen. Wir hatten doch hier mit Felix noch jemanden, der eigentlich noch eine bessere Rüstung braucht. Hey, wir haben halt keine mittelgute Rüstung mehr. Das ist so ein Problem. Ist ein sehr gutes Rundenstrategiespiel, Zwube. Für Koop, also mit Freunden oder so. Richtig geil. Das hier sollten wir noch reparieren, by the way. So, und wir brauchen mal hier, ihr habt doch... 229 ist okay, der Preis. Ist nicht ganz billig, aber ist okay. Könnt ihr gleich mal eins von denen verkaufen.
Das Schwert sollte man noch. Das Zweihandschwert sollte man noch reparieren, weil das richtig viel wert ist. Das ist jetzt schon auf 66% 1000 wert. Das können wir, glaube ich, verkaufen. Haben wir noch was, was wir reparieren müssen? Das da. Wir Kohle machen können. Das brauchen wir nicht reparieren. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Viele Äxte brauchen wir eigentlich auch nicht. Das können wir verkaufen, ohne es zu reparieren. Freunde? Also es ist auf jeden Fall, ja, es gehört zu den besten Brettspielen. Das ist schon lange dabei. Haben wir nicht, ach mal, wir hatten hier unten noch, hier gibt es ja gute Verkaufspreise, können wir hier den Ring verkaufen. War hier ein Taxi der Mist? Ne, war nur ein Tempel, ne? Und ein Barber. Es gibt aber eine digitale Umsetzung auf Steam, nennt sich Gloomhaven, und es wird halt auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber es ist halt ein Indie-Spiel, also es ist nicht optimal. So, hier gibt's einen neuen Anatomisten. Jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wenn ich jetzt einen richtig guten finde, muss ich ersetzen. Jetzt müsste ich halt Ranged Leute ersetzen, das will ich glaube ich nicht. Und vor allem hat er noch Minus-Skill. Nee. Das könnte man zwar, Drunkard könnte man ihm austreiben nach einer Weile, aber nee. Das sehe ich nicht. Vor allem hat er super wenig HP. Der hat minimal Roll auf HP gekriegt. Hier wäre auch noch einer. Ja, aber ich glaube, ich will die jetzt nicht alle ausprobieren. Will die, glaube ich, nicht alle ausprobieren. Hatten wir denn hier einen Armorer? Nee, hat man nicht, ne? Wir haben nur einen Marketplace. Der nicht so viele geile Rüstungen verkauft. Ja. Sonst haben wir einfach nur Quests, Ein-Sterne-Quests. 20, 90, wo müssen wir hin? In Bergau. Das ist okay, nach Bergau will ich sowieso. Dann machen wir das nach Bergau. Bringen wir noch ein Paket nach Bergau. Sehr ausbaufähig, total ausbaufähig. Und die waren geradet, aber sie sind geradet, und wir kaufen mir trotzdem das Salz noch für 290. Also wird ja nicht teurer. 1150, die fand Bergau. Bergau will ich eigentlich schon defenden. Also erstmal können wir das kaufen. Und noch ein bisschen Essen. Und ein bisschen Tools, weil es hier super günstig ist. Und dann nehmen wir, glaube ich, den Sachen noch an. Save nochmal die Campaign. Wenn ich irgendwann wieder von sonst wo anfangen. Accept, das Configure 1100 müsste eigentlich voll okay sein. Halt. Hier hingehen, da so. An ambition fulfilled. The company gained renown. The sword bore down on you from the start, and it is one that escapes many mercenary captains. A thought so simple that perhaps it's very complicated. Its very simplicity camouflage it from a sword wielding leader's ego. The White Ravens is to be traveling from city to city looking for sword work. It may as already have one foot in another vocation altogether, that of trade. You could pick up on it quick, realizing that goods carry a different sort of currency than which appears at face. A value hidden from the eye and hidden in the ripples of time and locations themselves. Now you spend evenings struggling to tabulate the crowns, for once it's a good problem to have. Was mir hat mit der Nachricht in Gedenken an dein linkes Ei ein Kumpel am Donnerstag Red Dead Redemption 2 geschenkt? Was soll ich die ganze Zeit zum Spielen hernehmen? Ja. Ja, Xan. So ist das halt. So, die müssten jetzt irgendwann nachts kommen. Oh, hier kriegen wir sogar wieder Unterstützung, kann das sein? No brigands here, but undead. While waiting for the Hucks and Miscreants to come storming into the town, you instead spot a large throng
of shamed increases coming your way. Just because the target changes doesn't mean the contract does. Prepare yourself. Mir fällt gerade auf, kann ich noch reden mit denen? Ich hoffe, ich brauche noch ein bisschen Munition. Ja, auch günstig. Nehmen wir direkt noch mit. Dankeschön. So, da ist ein Undead. So, ihr macht mit. Ne, rein da. Yes, yes, wir wollen mitmachen. Wir wollen mitmachen hier. Let's go. Ja, ja, wir sind immer die, dass das Zweites kommt. So. Oder. Das ist wieder ein Höhenunterschied. Scheiße. Das ist nicht so cool. Kommt mal runter. Von da oben. Das sind vor allem nur 8 Leute, die uns hier unterstützen, ne? Also die andere Truppe war nur 8. Aber die haben wahrscheinlich den gleichen Auftrag dann bekommen. Quasi. Rein da! Ach, Ricky. Wie läufst denn du wieder? Xan. Xan, unser Schwertmeister. Das Gefühl, Sono ist schon wieder hier am durch die Gegend juckeln, irgendwie komisch, weil er seinen Platz nicht einnehmen kann, weil der von einem Busch geblockt wird. Ja, kommt ran, kommt ran! Ich hab genug für alle da! Oh, die haben sogar ein bisschen Rüstung dabei, die Schweine. Wo rennt ihr denn hin? Bleibt doch bei mir! 67, 70. Batz! 69, 66, Batz. Sehr geil. Fast tot, der. Hier wird irgendwie. Was passiert da? Wo war das noch? Wir müssen hier noch ein bisschen ransteppen. War das auch ein Moment? So, jetzt steppen wir hier ran. Peaks! Zwubel, let's go. Peaks auf die Zwubelchen. Sehr gefährlich, der Peaks. Verteidigen wir uns mal dort ein bisschen. Und auch hier wollen wir den Step, glaube ich, noch nicht machen, dass wir noch nicht hier einfach rankommen können. Und hier müssen wir auch hier hochlaufen erstmal. Wurf! 84, let's go. Yes, der ist eigentlich fast dead. Der steht ja komplett weit oben. Das ist echt eine fiese Position für so einen Necromancer, muss man mal ehrlich sagen hier. Den hatten der eigentlich verzaubert? Ich glaube keinen, den ich sehe, ne? Servus. Sedi hat ja ein Wörtchen mitzureden, wenn du hier einfach so reinjuckelst. Den ist er verzaubert, da ich sehe ihn doch. Okay, einen Schritt können wir noch ran. Deswegen habe ich ihn warten lassen. Batz! 92er. Mmh. Geil. So, hier. Leute. Habt euch mal nicht so. Ich will meinen eigenen Leuten in den Rücken schießen. Das will ich eigentlich nicht. Ah, das ist einer, den ich nicht kenne. Okay. Ich sehe. Bist du irgendwie tot? Dann stechen wir dich doch mal ab. Und ich mach mal auch noch ein bisschen Peaks Peaks. Schade. Der steht halt hier echt ungünstig für uns. Aber wir treffen trotzdem, sehr gut. Als ob. In 90 Chance, World 94. So, no! What are you... Overwhelm. Achso, Overwhelm triggert jetzt, weil das sehr schlecht erhittet. Ja klar, weil wir haben jetzt Xan 1000 Cards, der kann das, ja, ja, ja. Der kann viel. Kopf ab, sehr gut. Weg mit dir. Nice. Noch einer weg. Let's go.
Da müssen wir mit Felix nicht so weit vorpreschen. Wir müssen erstmal irgendwie wieder sammeln. Wir müssen jetzt irgendwie überhaupt hier hoch. Kann ich hier hoch? Doch, das geht. Da ist der Nekro. Die andere Truppe macht die untere Seite, wie immer. Hey, wie den Dude an der gleichen Stelle gebufft. Oh, jetzt kommen sie runter, ja? Okay. Das ist ja jetzt doof. Ich dachte nicht, dass sie da runterkommen wollen. Wir wollen einfach noch einen Step näher ran. Wir müssen uns ein bisschen mit unseren AP benutzen, damit wir nicht so sehr wasten. Deswegen habe ich immer warten lassen, nachdem ich auch gehittet hatte und angegriffen. Damit ich dann, wenn die alle weitergelaufen sind, noch weiter mit ranlaufen kann. Oh. Ben hat ja eine Pierced Hand. Das ist natürlich scheiße. Weil das reduziert den Skill, den er hat, extrem. Deswegen trifft er auch nur so gut wie unser Olaf. Nur so gut wie unser Olaf. Sonst trifft er ja gefühlt alles Mögliche. Die Wurfäxte, ey. Die Wurfäxte in the house. Zwobelranda. Ricky. Oh, hier ist ja noch einer. Ricky trifft nur einmal. So, Rotfeder den abgestochen. Sono, Randa. Xan. Sehr schön. Schöner Overwhelm. Jetzt trifft er schlechter. Oh, das ist schlecht. Dass er den gebufft hat, gefällt mir gar nicht. Ihr müsst jetzt stunnen eigentlich. Wenn ihr seine Runde verliert. Zack. Im Nahkampf ist die Armbrust einfach so geil. So schön. Hm, der steht vor mir auf. Psup, tot. Ist mir doch egal. Oder wir töten ihn einfach, bevor er dran ist. Das ist auch eine Option. Ah, schade. Sacred darf nicht mehr angreifen. Sacred darf leider nicht mehr angreifen. Dammit! Ja, glaube ich auch. Aber das ist halt geil, dass es geht. Mit den Bögen darfst du im Nahkampf gar nicht angreifen. Das ist halt das, was ich meine. Also nachladen darfst du die Armbrust auch nicht mehr, aber wenn du es halt noch nachgeladen hast. Okay, der verteilt seine Schläge. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Aua. So, wir würden eigentlich gerne hier hochsteppen, was nicht geht. Dahin. Achso, weil wir diese Runde noch haben. Ja, okay. Ach, dammit, Mann. Warum denn da hinten? Ja, Moment, der will schon reinhauen. Bleib mal liegen, bitte, danke. Ja, hoch geht nicht mehr. Dass der Nekromant reinhauen will, bevor irgendwie die ganzen Dudes tot sind, wundert mich. Also bei dem ist irgendwie... Bei dem ist er nicht so weit her mit der Motivation. Muss man einfach mal sagen. Hab ich einen Speer. Ich will hier immer nur weiter ranlaufen. Kann hier unten noch mit hinstellen. Ja, puh, ich verbrauche jetzt relativ wenig AP. Weil ich halt nicht wirklich laufen kann. Einfach mal hier rumlaufen, würde ich sagen. Oh, ach, wie schöner Hit. Schöner Hit, obwohl Höhennachteil, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Die letzten. Ah, die holen auch Luft. Die haben ja auch schon Skills und sowas. Moment, ich stehe dran. Batz, batz, batz.
Komme ich bis zum Nekro? Komme ich. Lass mal bitte nicht weg, Danjuschka. Danjuschka hat eine Fernkampfwaffe drin. Nein! Debit! Wir müssen ihn doch umstellen, damit er stirbt, damit der nicht wegkommt, der Nekromant. Das ist doch das Wichtigste, dass der nicht abhauen kann. Oh, jetzt haut Willen. Jetzt will er nicht mehr abhauen. Was? Was? Der Dolch geht nieder einfach. Der Dolch geht einfach komplett nieder. Geil. Darf ich hier ohne? Jo, da darf ich reinschießen. Da dürfte ich auch reinschießen, aber da habe ich noch weniger Chancen. Schlecht. Okay, manchmal verstehe ich es nicht, was die für einen Quatsch machen. 95. Aber hier ist er ist nicht tot. Ach Mann. Wir müssen irgendwie mal hier unten rumlaufen. Servus. Ich hätte da morgen eine Frog. 52, 66. Vielleicht hätte ich doch den Nekro nehmen sollen. Als Ziel. Du halt da über mir stehst, ist halt echt doof. Warte mal, ich darf dich doch zurückschieben, oder? Ah, perfekt. Jetzt habe ich einen besseren Stand hier mit Zwobel. Der Vorteil ist jetzt nicht mehr so sehr auf eurer Seite. Den müssen wir noch totpieksen da drin. Sehr schön. Xan trifft auch von unten. Xan ist einfach sehr, sehr gut. Guter Mann. So. Stunt, damit du nichts mehr machst. Felix, hier gut. Hier. Schneid ihm die Füße weg. Mit dir muss ich da erstmal hier wechseln. So. Jetzt können wir hier pieksen. Pieks! Hä? Achso, das bin gar nicht ich. Ups. Umstell den! Den Nekromanten! Verbrennt ihn! Oh, Moment mal, da kommen ja noch mehr wieder. Oh, ich werde hochgeschoben. Das ist ja natürlich sehr nett. Hochgeschoben werden ist gar nicht so doof. Treffer! Hätte ich mir nicht zugetraut. Sind wir ehrlich. Oh, Moment, du gehst jetzt da unten. Du bist fast tot. Tödlich verwundet. Du gehst erstmal kämpfen. Okay. Ist ja nicht mein Bier. Kopf ab! Geil. Feier ich schon ein bisschen, wenn der Kopf so fliegt. Muss ich ja zugeben. Bin ich gut, ich bin der Beste. Ja. Ach so. Kann natürlich auch sein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das Der Beste ist immer so ein großes Wort, Xan. Es, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Ach komm schon. Ach komm schon. Dann müssen wir halt hier hingehen. So, ist der erstmal weg, da haben wir mehr Platz um den Necromancer drumherum. Sollen wir hingehen und ihn stunnen. Ah, das kann ich nicht. Nee, das sind zu große Worte, das geht nicht. Ich meine, Danjuschka hat auch gerade hart einfach reingesperrt. Wo ist noch ein Gegner? Da unten ist der letzte Überlebende, oder? Wie ich das so sehe. Die Besten sterben jung, aber Jean, du bist doch gar nicht gestorben. Nach der Logik ist, glaube ich, Xeli der Beste von uns, wenn die Besten jung sterben, weil der ist schon dreimal gestorben. Oh, hallo. Und du bist auch dreimal gestorben, oder? Du hast das dritte Leben. Moment. Wir haben Xan den dritten und Xeli... Stimmt, Xan ist am meisten gestorben. Dann ist Xan wirklich der Beste, wenn die Besten jung sterben. Nee, du bist im dritten Leben, du bist nicht... Ist nicht dreimal gestorben. So. Bergau dann. Sehr schön. 1100 Kronen noch oben drauf und Bergau geht's wieder gut. Okay, Bergau geht's nicht wieder gut. Never mind.
glaube, ich nehme nochmal Tools und Supplies mit. Oder? Da gibt es ja keine Rekruten, aber das, was es gibt, ist okay. Brauche ich ein Zweihandschwert? Das ist, glaube ich, ein schlechtes Zweihandschwert noch dazu. Ich glaube, das will ich verkaufen. Denke ich. Denke ich insgesamt so. 288. Hier gibt es noch mehr Wurfwaffen. Nee. Arrows brauche ich auch nicht mehr. Das hier können wir auch verkaufen. Oh, es ist gar nicht gut. Ich habe hier nur einen 16%igen Verkaufspreis. War nicht so smart. Das war nicht so smart, aber nicht so gut hingeguckt. Reloads, nee, Reloads werden nicht mit eingerechnet. Das ist korrekt. Ja, und einen Poacher will ich nicht. Poacher sacken. Dadurch, dass sie einen Bogen dabei haben, haben die einfach keinen Skill auf Bogen. Also viel zu wenig. Der Armorer hat noch eine 130er Rüstung. Die würde ich mir wahrscheinlich jetzt mal gönnen. Eine 200er Rüstung. Die 130er Rüstung geben wir mal hier unserem Felix, würde ich sagen. Damit der auch mal eine ordentliche Rüstung endlich hat und nicht mehr mit dieser Lederrüstung rumrennen muss. Ich meine, die neuen Rekruten haben schon bessere Rüstung als unser Felix gehabt. Solo the Stunning hat ja noch ein Level Up. Geil. Das hätte ich gerne. Und das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Damit er mehr stunnen kann. Perk. Hier wollen wir, glaube ich, fette Rüstung geben, ne, eigentlich. Weil Initiative hast du nicht so viel, soweit ich weiß. Das heißt, Battleforge, was ist eigentlich hier? Headhunter, go for the head. Hitting the head of a target will give you a guaranteed hit to the... Hitting the head of a target will give you a guaranteed hit to the head also with your next attack. Ah! Connecting with a hit will reset the effect. Ist das ein Hit of a head? Heavy blow intended to stun or incapitate anyone unlucky enough to be hit from on turn, but no... Not to do the most damage. Stunned targets cannot keep up their shield war, spear war or similar defensive skills. Das ist, glaube ich, kein Head-Hit direkt. Und daher bringt mir das, glaube ich, nichts. Berserk. Once per turn upon killing an enemy. 4 Action Points, aber okay, du bist nicht unser Killer, du bist unser Stunner. Von daher ist das Quatsch. Percentage equal to 5% of the current total armor value. Specialized in heavy armor. Armor damage taken is reduced. Equal to 5% of the current total armor value of both. Dann hast du halt länger Rüstung. Let's go. Let's go. Also Rüstung bei dem zu zerstören ist halt sau schwer. Was ist denn hier los? Ja, Xeli, so viel Saufen ist halt schlecht. So viel Saufen ist halt schlecht. So. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück nach Sandstadt und warten, was unser nächster. Wir sind jetzt Professional 1389. Hier Renown ist ja. Okay, das ist nur die Erklärung, was Renown ist. Wir könnten tatsächlich noch den Scavenger, den Trader. Increase the amount of trade goods for sale by one for each location that produces them, like salt, near salt mines, allowing you to trade at higher volumes. Das wäre richtig geil. Mit dem ganzen Holz und so, was wir auf der Karte haben. Da geht schon einiges. Es gibt uns, glaube ich, mehr als der Scavenger. Es gibt uns, glaube ich, mehr als der Scavenger. Ansonsten ein Recruiter. 10% weniger. Und wir haben 2 bis 4 mehr Recruits zur Verfügung. Das macht es, glaube ich, einfacher für Qualitätsleute zu suchen, also sie wirklich im Late Game, die wichtig sind. Aber ich glaube, wir können da noch mehr freischalten. Ich würde den Trader, glaube ich, aktuell nehmen. Nehmen wir den Trader und gehen wir direkt zurück. Weil die müssten ja dann... Na, nee, das dauert wohl einen Moment. Schade. Aber da sind wir unter 2000 gesunken. Das ist schlecht. Das habe ich nicht drauf geachtet. Ich hätte ja eigentlich gesagt, 2000 will ich behalten. Backup, weil ich ja relativ viel Kohle bezahle. Es sind jetzt noch 8 Tage. Für meine Leute. So, hier gibt es einen Karawane. Okay, wohin? Nach Himmelsdorf.
Okay, whatever. Dann fahren wir nach Himmelsdorf, zumindest ein bisschen Kohle zu machen. Aber hier noch alles Mögliche. 5 Tools verbrauchen wir davon noch. Okay, unser neuer Vorhaben. Take a break and decide to address the men. Brothers, I want everyone to know the White Raves are not just cutthroats and errand boys, but skilled fighters of the First Order. Word of our deeds must spread so that merchant and noblemen are begging us to take their contracts. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir dahin kommen, dass die Adligen uns Aufträge geben. What do you tell the man the company will set out to? Dieses Himmelsdorf ist jedes Mal aus der Bahn. We need to catch the eye of one of the noble houses for more profitable work. They play their own dangerous game, but what does it matter as long as they pay good? Okay, also das ist hier, dass irgendein Adligenhaus uns Aufträge gibt, glaube ich. Become known as professional, das sind wir doch schon, in order to catch the attention of the noble houses. You can increase, hä? Wir sind doch schon professional. 1050. Das ist doch instant fertig. You unlock entirely new contracts issued by nobles, which pay better. Your renown will increase, which means higher pay for contracts and potentially unlocking new types of contracts. The city state of the south have crowned plenty, we should... Okay, ich kann auch nicht in die Süden gehen. Ich glaube, das ist dauerhaft. Ich glaube, da kriege ich dann keinen weiteren. Let us seek fame and fortune fighting before crowds that chant our names. Ne, ich will eigentlich nicht in die Arenen fighten gehen, glaube ich. Into the wilderness, discover the unknown and plunder it. Be it a wizard tomb, goblin camp or aught else we may find. Wenn wir ein bisschen Geld haben, unsere Leute zu bezahlen und dann essen und sowas, würde ich das schon mal machen. Das ist aber, das ist doch instant fertig. Discover a ruin, camp or other hostile location on your own, exploring the land, destroy it and take the plunder. Das würde ich, glaube ich, mal nehmen. Da haben wir nämlich auch ein paar, das muss man gar nicht in der Wildnis. Die Wildnis ist das hier, der graue Bereich. Das müssen wir gar nicht da machen, weil wir haben ja hier zum Beispiel die Mossy Ruins schon entdeckt. Können wir einfach dort dann machen. Die nur plätten. Das ist zu teuer. Kann man hier gut verkaufen. Wieder reparieren. Kann man hier gut verkaufen? 21 ist gut verkaufen. Gut Preis, gut Preis. Gut Preis. Nehm ich. Hier. Ich hab Ware, du hast Krone. Verkauf. Hier, guck mal, direkt unser Salz auch wieder loswerden. Einfach 200 Gewinn gemacht. Hier, bam, zack, fertig. Richtig nice. Painstill würde ich gerne wieder haben. Und wir können unseren Leuten eigentlich mal jemanden wie Felix? Jemanden wie Sono. Sono kriegt mal hier einen neuen Schild. Zack. Und das Paint Set. Yes. So viel hübscher. Muss ein bisschen gucken, dass wir... Ich will nicht krass unter 60 Fatigue fallen, aber du hast zum Beispiel hier noch... Xan hat noch genug Fatigue dafür. Das ist sogar die bessere Melee. Also die Heater Shields sind die besseren Melee-Varianten. Das ist halt ein besseres Ranged Shield und hat halt mehr HP sozusagen. Das hält länger durch. Wenn jetzt jemand mit einer Axt kommt und mir das Schild aus der Hand spalten will sozusagen. Warum soll ich die ganze Zeit so zu sagen? Keine Ahnung. Wir hatten jetzt den Händler genommen, ne, den Trader. Dass mehr Trading Goods existieren. Um so zu sagen. So. So einfach ist das. gibt's ein Update? Okay. Also meine
Meine D&D-Runde findet heute nicht statt. Das ist jetzt gerade rausgekommen. 5.2. Jetzt guck mal gerade, wann der nächste Termin ist. Das muss ich dann nachmachen. Muss ich dann später machen. Das ist natürlich doof. Also derjenige, der die technische Ausrüstung hat, um online zu spielen, der ist wohl nicht da. What? Abducted Children? Okay, darum kümmern wir uns dann, glaube ich, aber... Nee, schauen. Ich habe nämlich Hunger. Also ich weiß nicht, wie ich später nochmal wiederkomme mit Stream, aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich mache jetzt eine... Jetzt speichere ich erstmal und würde erstmal das für heute beenden, weil ich Hunger habe, Mittagessenszeit und sowas.